Dieses Gemälde war ein Geburtstagsgeschenk. Und da ist die Frage nach den Kosten ja immer etwas heikel. Wo haben Sie es denn her? Bei einem Antiquitätenhändler in Augsburg. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich brauche es jetzt einfach, weil der Geburtstag rückt immer näher. Und dann hat er mir es verkauft. Mich hat es so gefesselt. Und ja, dann hat sie den richtigen Käufer gefunden. Ja. Jetzt wissen Sie schon, wie viel Ihr Geschenk gekostet hat. Nein. Bei Geschenken spricht man doch nicht über das Geld, nee, nein. Aber wenn es jetzt vielleicht geschätzt wird, dann würde ich mich vielleicht hinreißen lassen und sagen, ja, es war teurer oder es war günstiger. Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Hallo. Ah, das ist ein charmantes Bild. Haben Sie es hängen? Ja, natürlich. Warum haben Sie es hängen? Weil es mir so gut gefällt. Okay. Wo haben Sie es her? Ich habe das bei dem Antiquitätenhändler, aber erst mal nur so im Augenwinkel gesehen und konnte mich aber dann überhaupt gar nicht von dem Gedanken trennen. Mein Mann fand es dann nicht so prickelnd. Und ja, schlussendlich hat sich aber er dafür entschieden, dass er mir das dann schenkt. Okay. Das heißt, da dürfen wir jetzt den Preis gar nicht fragen, wenn es ein Geschenk war. Hinterher. Hinterher. Das ist ein Geburtstagsgeschenk und... Ja. Okay, dann dürfen wir ja dann auch keinen Preis sagen. Oh, bei der Beratung. Meiner doch. Frau schon. Doch? Ja. Ja, natürlich. Ja, nee. Also, es ist ein wirklich charmantes und ich würde mal sagen, für die deutsche Seele ganz typisches Bild. Ja. Diese Auseinandersetzung mit dem Süden. Man hat fast das Gefühl, man sitzt oder steht in Korfu und schaut auf das Ionische Meer. Nicht? Oder man steht in der Toskana, genau, und schaut auf das Tyrrhenische Meer. Und das ist das ewige Mittelmeer, das die Deutschen seit jeher, seit der Völkerwanderungszeit mit der Seele suchen, dorthin reisen oder sich dauernd dort niederlassen. Und wir sehen hier einen kleinen Zypressenhain über einem Mittelmeergestade mit einem Sandstrand und einer Dünenlandschaft, die sich zum Meer hierunter erstreckt. Und das Gemälde nimmt all seinen Reiz aus dem kompositorischen Geschick. Also einem nahen Vordergrund und einem Mittelmotiv und dem Blick in die unendliche Weite, ja, wo man nicht weiß, wo genau Meer und Wolken sich voneinander scheiden. Es hat einen starken Hell-Dunkel-Kontrast, der die Plastizität der Landschaft hervorkehrt. Und das hat der Maler mit Geschick geordnet. Also es gibt einige Erinnerungen an die Zeit der 90er Jahre und der Zeit um 1900, wenn wir an Böcklin denken. Mir ist deshalb zuerst gleich Korfu eingefallen. Wilhelm II. Hat ja von Sissi, der österreichischen Kaiserin, das Achilleion in Korfu übernommen. Und dort gibt es genau solche Plätze. Diese bewusst gesetzten Zypressen, die gehen zurück, zumindest auf Korfu, auf Anregung von Kaiserin Elisabeth von Österreich, die dort Haine interpretierend herumgewandert ist und das Mittelmeer genossen hat. Es muss jetzt nicht wirklich Korfu sein, aber das ist für mich so eine starke, ich war auch dort, so eine starke Assoziation. Dieses Rhythmisierte, wie er schon gesagt hat, noch durchaus ganz im Stile des Jugendstils auch komponieren. Die Konzentration auf der einen Seite, das Freilassen, das Helle mit dem Dunkel, die Gegensätze, mit denen hier gearbeitet wird. Diese konkrete Malerei im Vordergrund, das Verbläuen in der Ferne. Also diese beiden Gegensätze, das Rationale, das Emotionale, das macht auch diesen mit der Datierung sind aus. Wir dann auch tief in der sogenannten Epoche der neuen Sachlichkeit, wo figürliche, ornamentale Motive zurückgenommen werden und die Sache für sich allein steht und vor einer Folienlandschaft oder einer Oberfläche, die keine direkte Verbindung zum Vordergrundmotiv eingeht. Wobei man sagen muss, dass natürlich im Neusachlichen eine viel nüchternere Haltung zum Tragen käme oder kommt. Hier sind wir schon hochromantisch, hochpoetisch. Also ich denke mir, dass Sie wahrscheinlich, dass ihr das bebende Herz kauft solche Bilder. Genau. Nicht? Genau. Und das Schöne ist das Bild, das Schöne ist die Komposition, das Schöne ist die Wirkung. Jetzt, wenn wir über den Maler was sagen sollen, ist da ein Beweis dafür, dass oft auch ein kleiner oder sogar unbekannter Maler Herzbeben erzeugen kann durch ein wirklich gelungenes Bild. Ein großartiger Maler ist er nicht.
Aber er versteht es, Stimmung zu machen. Er versteht es, er ist ein durchaus gelernter und tüchtiger Maler, der bei vielen Dingen zum Schematismus greift, der aber in so einer Malerei gar nicht dramatisch ist. Nicht, wenn wir uns die Wiesen hier anschauen, da ist wenig differenziert. Mhm. Wenn wir uns die Baumstämme anschauen, es ist wenig differenziert. Es ist halt heruntergemalt. Aber es geht um dieses Motiv und was ihm gelungen ist. Ganz nett diese sind diese Stimmung, Wellen, dieses Vibrato der Wellen. Dieser Übergang ist zwischen den Stämmen sichtbar wird, aber im Mittelgrund und in der Ferne dann verschwimmt mit der Lichtatmosphäre. Sie haben einen schönen Platz, Sie haben eine Freude. Ja. Jetzt ist die heikle Geschichte mit dem Preis. Nicht? Also, ich weiß nicht, was Sie für Geburtstagsgeschenk für Ihre Frau ausgegeben haben. Zu wenig. Zu wenig. Also ich würde sagen, ein Bild, wenn wir schon in der Region sind, das heute durchaus einen Preis hat wie eine Dreitagesfahrt nach Venedig zu zweit. Perfekt. Das ist doch auch ein perfektes Geburtstagsgeschenk. Das ist ein perfektes Geburtstagsgeschenk. Und eine klare Antwort. Ich freue mich, dass Sie sich freuen, dass Sie hier berührt werden durch Malerei, weil das soll ja die Malerei machen. Und sehr gut. Viel und möglichst lange Freude mit dem Bild. Ich danke auch. Dankeschön. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Also jetzt ist es natürlich die Frage, ist es eine Busreise mit Jugendherberge nach Venedig oder ist es mit dem Luxus-Schlitten und dem Luxushotel? Ich denke, wir nehmen die Mitte und werden uns Airbnb-mäßig gut bewegen. Nee, also es ist ein guter Kauf gewesen, ich sag's mal so. Ja. Es ist eine Herzsache und damit ist es perfekt. Und unbezahlbar. Genau.